Die Kliniken in Schleswig-Holstein sind in der Krise, allen voran die insolvente Diako-Klinik in Flensburg und die ebenfalls insolventen Imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde. Die waren heute vor einer guten Stunde auch Thema im Sozialausschuss des Landtages. Bei den Imland-Kliniken geht es um die Frage, wer sie übernehmen könnte. Bis zum 1. April läuft das sogenannte Schutzschirmverfahren der Imland-Klinik. Wenn die Angebote zur Rettung bis dahin mit konkreten Zahlungszusagen untermauert sind, kann die Eröffnung des Insolvenzverfahrens verhindert werden. Der Generalbevollmächtigte will morgen Belegschaft und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde das Sanierungskonzept vorstellen. Im Sozialausschuss berichtet er heute, dass von den 13 Interessenten 3 jetzt in die zweite Phase kommen. Wir werden natürlich tiefer gehen jetzt, also für ein verbindliches Angebot, das wir dann bis Mitte März erwarten, brauchen wir natürlich auch Investoren, die tiefer hineinsehen können und die dann auch diese Verbindlichkeit haben, die wir benötigen, um am Ende eine Auswahl zu treffen. Einer der verbliebenen Interessenten, das städtische Krankenhaus aus Kiel. Das kooperiert bereits mit 5 weiteren Kliniken im Land als 6K-Verbund. Kliniken in Eckernförde und Rendsburg könnten die der Gruppe noch stärker machen, sagt der Geschäftsführer. Was uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir im 6K-Verbund seit 20 Jahren pflegen, das ist Augenhöhe und Kollegialität. Es geht nicht darum, es ging an keiner Stelle darum, dass das städtische Krankenhaus im Land übernimmt. Das ist natürlich an manchen Stellen so kolportiert worden, aber das war nie unsere Absicht. Es geht immer um Augenhöhe, wir wollen die Partnerschaft, wir wollen mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde im besten Fall 50-50 partnerschaftlich die Gesundheitsversorgung in Kreis und Stadt organisieren. Die Gesundheitsministerin will abwarten, was passiert. Der Krankenhausausschuss müsse dann neu bewerten. Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde prüft, inwiefern verschiedene Versorgungsalternativen und Szenarien, wie zum Beispiel Konzepte mit dem städtischen Krankenhaus Kiel, dazu geeignet sind, den festgestellten Versorgungsbedarf in Kreis Rendsburg-Eckernförde zu decken. Also die Ministerin muss zumindest eine Vorstellung entwickeln, wo es ihrer Auffassung nach hingehen soll. Es liegt jetzt ein klares Angebot, eine klare Vorstellung inklusive einer ersten Skizze eines medizinischen Konzeptes vor. Und selbstverständlich muss man von der Gesundheitsministerin des Landes erwarten, dass sie sich hierzu eine Meinung bildet, um das Ganze im Zweifel auch zu befördern oder im Zweifel sich dagegen zu entscheiden. Jetzt sind der Kreistag in Rendsburg und die Ratsversammlung in Kiel gefordert. Sie müssen entscheiden, ob sie bereit sind, Millionen in eine neue Krankenhausstruktur zu investieren.